in die Bar reingerannt, Kreis. Die Bar? Das ist das Haus, wo ich gerade drin war. Gegenüber von dir also. Ja, ich habe meine komplette Leiche gelootet, bis auf meinen Anzug. Den kann ich nicht mehr rausnehmen. Der läuft da oben rum. Er ist jetzt quasi an dem Fenster, wo wir vorhin waren. Okay, kannst du ihn weiter beobachten? Er ist jetzt ganz rechts von mir aus dem Haus, weißt du? Ich sehe ihn. Ich bin gleich hinter ihm. An diesem Erker sozusagen ist er, wenn du weißt, was ein Erker ist. ich werde ihn abfangen, wenn er die Treppe runterkommt. Lauf jetzt noch hier oben. Ich bin jetzt in der Schule drin. Da rennt einer raus aus dem Haus. Ich war das. Ich bin jetzt in der Schule drin. Ich komme jetzt hoch zu dir. Ob wir die jemals finden werden? Ich glaube, ich weiß, wo wir sind. Also wir sind quasi immer noch da, wo wir mit Mario und so gerade geraped wurden. Ja. Kannst du Angaben machen? Komm, also ich sehe gleich da wieder zurück, ne? Hinten links ist ein Zombie, siehst du den? Grad sind zwei. Ja, lass mal wieder. Lass ich bin eine Etage unter dir. Komm zu mir, hier liegt eine Pistole. Laber? Eine Etage unter dir. Und dann kannst du die Zombies töten, die jetzt kommen. Und ich ziele auf den, auf das Haus, wo er drin ist. Er kommt jetzt gleich die Treppe runter und dann snack ich ihn. Oh, ich sehe ihn. Zu viele Zombies. Ja, zu viele. Geh weiter. Ich höre Schüsse. Ich bin das. Achtung, wir haben Ink. Wir haben Ink. Bleib stehen. Ich habe ihn getroffen. Er ist verwundet. Ist verwundet, aber noch nicht tot. Er ist in dem Haus. Er kommt da nicht raus. Loote die Pistole, die bei mir war. Rape ihn so richtig hart. Ist er nicht. Er kriecht raus. Boah, wie dreist. Das ist ein Zombie, das heißt, da kann er nicht rauskriechen. Ich seh dich da. Hast du die Pistole gelootet, Kreis? Ja. Er ist noch nicht tot. Er liegt hinter der Wand, der Gauner. Er liegt da hinter der Wand. Hier. Da vorne ist eine Tankstelle, ja? Sieht aus. Keine Ahnung, was das ist. Zwischen den zwei Fenstern. Zwischen den zwei Fenstern rechts? Ne, links, die ist ja zwei Fenster nebeneinander. Ja, ja, genau. Kleiner Abstand und dann fährst du. Hast du was zu trinken dabei, Mario? Ja, aber ich glaube nur noch eins. Nur noch eins, okay, weil ich bin schon fast rot, also. Ja, aber. Ach, ich hab selber eine Pepsi. Oh, von links, Zombie, links, hinter dir, links, da gerade. Kannst du ein bisschen das Treppenhaus deffen? Ja, ja, ich guck zwischendurch mal rein. Ja, aber nicht so, weil so kannst du von außen gut gesehen werden. Du solltest reingehen lieber. Bis er weint. Oh, er hat sogar einen Steelbolt dabei. Das Gute ist, er könnte jetzt denken, dass die Person, die weggerannt ist, dass... So, warte mal jetzt kurz, ich muss mal eben schnell was trinken. Warte mal kurz. Um uns drum herum kommen fünf Zombies und er sagt, warte mal kurz. Lecker Pepsi. So, nächster, weiter geht's. Wo bist du nur? Du bist eine Belastung, ich muss dich loswerden. Wir sind überhaupt keine Zombies. Da! Ach nee, was sind die drei, die da gerade auf dich zugestürmt kommen? Die sind von deinem Ex angezogen worden. Mit so einer Axt ist man ja doch ganz schön gut dran, ne? Also. So, jetzt baue ich hier erstmal Tschernogorsk. Hör ich ihn hier in meinem Haus? Da ist ein Zombie vorne beim Haus, siehst du den? Das sind zwei. Fenster kann man rein? Ich hab keine Ahnung. Wir brauchen endlich mal Equipment für dich, vor allen Dingen, und ich brauche bald Blut. Ich habe nämlich nur noch nicht mehr so viel. Zombies von vorne? 12 Uhr? Ja, ausweichend. Kreis, wo bist du gespawnt? Schau dir mal an, wie die rumhüpfen, was ist denn? Ich bin in Tschernorus gespawnt. Du bist also hinter uns da, theoretisch. Tschernorus oder so. Kann man, wenn man die Ortszeichen, also steht auf den Ortszeichen das Richtige, also wenn ich die Ortszeichen, kann man die Ortszeichen lesen? Ja, das einmal auf, in Anführungsstrichen, Englisch übersetzt. Dann drunter steht nochmal im Original. Deck mich mal kurz. Ach, ich bin jetzt in dieser Lagerhalle, wo dieser Baum durch die Ecke backt da. Da, wo die Zombies sind, steht das Ortsschild. Warte, hier ist doch eine Hütte. Was ist denn in der Hütte drin? Da ist nichts drin. Kann man hier sonst noch in das Haus rein vielleicht? Nee. So ein Bitmap. Da hinten ist noch so ein Schuppenhaus. Ja, das könnte auch so ein Bitmap-Haus sein. Das ist ein Bitmap-Haus. Das ist ja echt ein Witz, dass es solche Häuser gibt, die du aufmachen kannst und welche, die du nicht aufmachen kannst. Ja, das wird mit Arma 2 besser. Ja, und Arma 3. Da wollen sie alle Häuser begehbar machen. Ja. Das wäre schon ein bisschen sexy. Och nein, jetzt verblute ich. Nein! Komm schon! Ah, ich bin Supersoldat, ich war nur 10 Sekunden bewusstlos. So, kannst du Russisch? Kyrillisch? Kyrillisch, ja.
Wie kommt denn jetzt zu den anderen? Deck mich mal, ich tapp mal kurz raus. Ja, du bist der Typ mit der Waffe. lass mich raustappen vielleicht. Scheiße, ich brauche eine Transfusion. Die Zombies haben meinen Trommelfell platzen lassen. Ich höre nichts mehr. Du bist jetzt aus den Ohren? Nee, aber ich höre nichts mehr. Sound ist weg. Nur noch ganz leise Schüsse, gedämpft. Krass. Ich habe überhaupt keine Ahnung, wo wir sind. Kein Sound mehr. Keine Hoffnung. Muss ich jetzt wahrscheinlich hier irgendwie... Ich glaube, wir sind völlig falsch gelaufen die ganze Zeit. Oh, die Fährtenleser. Oh, ich hab's gefunden. Ah, da seid ihr in Schinnim. In Pschernobyosia. Ich hab. Das gibt's gar nicht auf der Karte. Hier, vitalisierend. Doch, ich glaube, wir sind in Nizonoje. So. Paragraph? Das ist 12,7. Also 12 Breite, 7 Länge. Mein Buddy kriegt keine, auch wenn ich jetzt drauf gehe, ich verstecke meinen Körper noch. Nee. Doch. So. Das Ortsschild sieht genauso aus und da ist auch der Hafen gewesen. Körper ist versteckt. Jetzt kann ich sterben. Ja, dann geh du mal weiter vor. So, wo seid ihr? Also in welche. Habt ihr eine Stadt wenigstens, wo ihr seid? Ja, in Nizonoje. Ach, warte mal, wir sind da drin. Wir verlassen das gerade. Ja, ja, aber wir müssen jetzt es wieder Richtung Süden. Weißt du, wo kartenmäßig das ist? Nein. Ja, das ist, doch, das ist in Nizonoje ist in... Auf 7,12 seh ich das bei mir nicht. Doch, das ist... Ich sehe Länge, Breite 12, also rechts, ja? Nach rechts, links 12 und in der Höhe 7. Nizonoje. Ach, in der Höhe 7. Okay. Boah, dann seid ihr ja relativ weit oben, aber gar nicht so weit weg von mir. Also wo bist du? Ja, ganz kurz, ich bin noch am Leben. Ich bin in diesem Hotel jetzt, wo wir letzte Zombie-Nacht waren. Bist du in Solzhenitsyn? Nee, noch in Elektro, aber beziehungsweise gerade am Fliehen. Wir können auch nach oben, nach Berinzio gehen. Nee, wir müssen mit den anderen uns treffen. Das heißt, wir gehen nach Süden und nach Richtung Solzhenitsyn. Also warte, jetzt kurz Lagebericht. Ich werde mich jetzt in diesem Heulbein verstecken. Hinter dir Zombies, hinter dir Zombies, hinter dir Zombies. Lagebericht. Kreis, wo bist du? An diesem dicken Hotel und so, wo dieses Denkmal auch in der Mitte ist. Stadt. Wir brauchen eine Stadt. Ursprünglich bin ich in Tschernorus gespawnt. Ist eine ziemlich große Stadt, wo ich jetzt gerade bin. Hier ist ein fettes Hotel, da stehe ich gerade vor. Das ist Tscherno, glaube ich sogar, ja. Das ist also nach rechts laufen. Die anderen waren 12,7, ne? Ja. Von vorne, Franzosen-Zombie und von hinten auch. Oh. Franzosen-Zombie. Hinter dir auch? Lauf nicht in mich rein. Ich lauf nicht hinter dich. Hinter dir ist einer. Das ist der Typ, der dir irgendwie am Ohr knabbert, nicht ich. Nein, aber ich will dich nicht mit der Axt umbringen. Du eierst vor mir rum. Lauf da nicht. Ich bin voll weit weg. Nix dabei. Sollen wir beide uns erstmal treffen und danach nichts Neues. Nee, wir gehen jetzt nach Süden Richtung Solzhenitsyn. Aber wir treffen uns in... Lass mal links in die Häuser gehen drüben. Treffen in... Welche Stadt ist denn mal so nett? In Stereoi. Ja. C-T-A-P-O-E. Der steht da noch jeder aussprechen. Was? Wo? Das ist... Länge 9... Und Höhe 9. Das ist doch ganz einfach. 9. Da ist bei mir. Ah, in ja. Staroje. Genau der. Genau da wollte ich hin. Alles klar. Da musst du aber völlig querfeld. Nein. Wir laufen jetzt nach Solzhenitsyn, folgen der Straße und gehen dann in die Berge. Die Frage ist alles, wo bist du? Total warum easy. Warum bist du nicht mehr hinter mir? Ach, da vorne. Hier kommen wir jetzt hier vorne zu den Häusern. Vielleicht ist da noch was drin. Kreis, Lagebericht, Ort. Kreis, wir brauchen einen Ort. Achso. Ich bin immer noch da, wo ich gerade bin, hier. Tschernobyl, denke ich mal, ne? Hast du auch eine Karte offen? Wahrscheinlich nicht, ne? Ja, doch, hier, wir haben Shorty hat neben mir eine Karte offen. Oben rechts. Jetzt oben rechts von dir. Wo bist du? Da kommt ein Zombie ins Haus. Ich hab gesagt, ich wollte da hinten in die Häuser rein. Von hier aus? Ja, wir müssen da nach Süden erstmal. Also wir gehen jetzt erstmal nach Süden und dann da links die Häuser. Da müsste irgendwo noch Zeug liegen.
Aber das weiße Haus sieht gut aus. Siehst du das Denkmal auf der Karte? Ja. Du siehst aber, das Hotel siehst du auch nicht, leider. Wie viel Blut hast du noch? Wie viel Blut du noch hast? 7.500. Ach du Scheiße. Wie was? Hotel? Spielen wir nebenbei eine Runde Hotel? Ich kauf die Dingsstraße. Die Schlossallee. Das Schloss, die Schlossallee-Straße bei Hotel. Und dann kaufe ich aber das Fuchiyama. Alles klar. Hier, links ins Haus. Wo willst du hin? Ich dachte rechts ins Haus. Da links, ist doch zu gewesen. So, das ist rechts, die große Lagerhalle. Ich muss eben mein Trommelfell regenerieren. Ich muss einmal kurz neu einloggen. So ist da geht kein das, Morphium ja? für oder so? Morphium nee, das ist ein Bug eigentlich. Das ist ein Bug, dass der Sound weg ist. Hoffe ich. Nein, sie haben die Ohren abgepackt. In der Tscherno-Kirche. Oh, ich hab Verbindungsprobleme. Das ist egal. Ich höre wieder was. Jetzt ist nur die Frage, wo ist jetzt hier quasi oben rechts? Weißt du, was ich meine? Ich glaube, hier ist irgendwo eine Armbrust drin oder so. Oder? Nee. Ich hätte gerne eine Kuh zum Töten. Die hat nämlich bald Hunger. Wohin dann? Also wenn jetzt hier geht die Straße rum. Du gehst jetzt am besten nach Elektro, würde ich sagen. Wie lang? Ja. Also quasi, das Wasser muss rechts von dir sein. Oh, Zombie, ja. Zombie. Siehst du den draußen vor der Tür und da ist noch Makarov. Dann können wir beide uns nochmal treffen. Genau, dann trefft ihr euch am besten in Elektro und dann treffen wir uns in Staroje. Also ich werde nicht mehr nach Elektro gehen, aber ich werde über Elektro ein bisschen den Grill anheizen. Ich werde jetzt ein paar Schweine schlachten. Willst du noch was haben? Also ich mache jetzt hier eine Riesenparty jetzt. Dalo macht eine Grillparty. Hast du eine Waffe gefunden, Marc? Nee, nur Munition. Ja, das Problem habe ich auch gerade und jetzt kommen schon wieder Zombies. Ich kann sie mit Kugeln bewerfen oder so. Hä? Ich nehme eine Patrone auf und die andere schmeiße ich weg. Ach, zu wenig. Zu wenig Platz. Ich bin in dem Seiteneingang, also nicht wundern. Da sind total viele Zombies, ne? Ich habe eine brennende Tonne gefunden. Oh, dann wärm dich mal dran. So Penner-Style. Kann ich nicht, da sind noch so ein paar Penner hinter mir, die wollen den Schlafplatz haben, deswegen kann ich hier nicht bleiben. Hast du da drin was gefunden? Nix Tolles. Draußen vor der Tür sind total viele Zombies. Da ist ein Zombie. Wo bist du? Admin-Kick. Wie Admin-Kick? Der Ping ist zu hoch wahrscheinlich kurzzeitig. Weil er leckt ja auch manchmal im Skype. So, einfach wieder einloggen schnell. Oh, ich bin am Krankenhaus jetzt hier. Bist du nach oben links gelaufen, ne? Dann welchen? Sind da die Zelte oder keine Zelte? Ohne Zelte. Mit den Wohnhäusern? Ja, was heißt mit den Wohnhäusern? Diese Wohnhäuser, wo ich dich gerettet hab. Ach so, nee, das war woanders. Dann müsste da auf einer Seite von dem Krankenhaus die Zelte sein. Echt? Ich bin weggerannt. Also ich liege jetzt hier irgendwo in einem Kuhstall. Und warte darauf, dass der Yoshi wiederkommt. Das ist nämlich der Typ mit der Axt, den würde ich ungern vom Server gekickt wissen. Es regnet sogar in das Haus rein. Durch weil der Regen so stark ist. Bist du das? Alter! Da kam einer ins Haus gelaufen, hat mich gesehen und hat mich erschossen. Hinter ihm drei Zombies. Aber er schießt mich und nicht die Zombies, warum auch? Aber so die Sache, bist du das? Marvelous ist Wurstkind.